Shit. Ja gut, dann eben noch einen Tag mehr. Die Lumi muss jetzt farmen. Oh, wir können ernten. Ja, hast du die Kohle wieder reingehauen? Ah, frisch und der Regen, der beste Freund des Bauern. Wenn es regnet, brauchst du dir um die Bewässerung eurer Pflanzen keine Gedanken machen. Nutze das zu deinem Vorteil. Die Lumi erntet. Die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Und morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Okay. Ihr Lieben, macht es Sinn, jetzt nochmal Frühlingssaatgut für nächstes Jahr schon zu machen? Wir haben Löwenzahn angebaut. Ja, ja, das sind diese Frühlingssaatgüter, die du geschenkt bekommen hast. Wo soll ich denn noch eine Vogelscheuche hinstellen? Kann mir mal irgendeinen Platz zeigen? Keine Ahnung. Am anderen Ende. Hier, dort unten, wo du gerade bist. Ja, hier, aber hier ist, hier halt, wo Platz ja, ist. Hier, da, wo, hier. Ja, packst da hin. Also hier. Da, wo du daneben stehst. Hier, wo ich mir jetzt nicht, da genau. Ja. Also ich würde jetzt Frühlingssaatgut machen, aber halt nicht zum direkt anbauen, sondern für nächstes Jahr. Dann kannst du das aber auch sparen. Wieso? Kannst du auch nächstes Jahr den Quatsch erst produzieren. Ja, aber das ist ja Blödsinn. Dann haben wir ja die ganze Zeit 4 Plätze verschenkt. Und so. Darf ich mal dahin? Schon. Ja, wenn ich eine Antwort habe. Ich mach das immer einfach. Hast du mal in das Gemeindezentrum geguckt, ob wir vielleicht noch was davon abgeben müssen? Okay, wir heben. Wenn ich dir eine Frage wird komplett ignoriert. Nee, schon ich gemerkt. Ich denke drüber nach. Ich gehe mal Kupfer holen für unser Schmelzofen-Dingens. Kannst du überhaupt einen Schmelzofen herstellen, Lumi? Jetzt nicht alle auf einmal, ich denke. Ich denke doch nach. Ich mache jetzt eine Truhe für Frühling. Mach eine Truhe für Frühling. So. Kannst du ja gelb machen, oder? Die brauchen wir nur anrühren, wenn wir irgendwas Bestimmtes brauchen vom Frühling oder wenn. Also anrühren tue ich nur Teig. Wir können hier oben machen. Der war ganz schön schlecht, Felix. Der sollte schlecht sein. Ey, wo wohnt eine Katze? Im Mietshaus. Der war nicht besser. Im Mietshaus. Du wunderst dich, warum du ignoriert bist. Den habe ich irgendwas geklaut. Hinter mir haben 1800, ich kann mir die neue Angel kaufen. Ja, dann hol. Haben wir halt nur keine Saaten mehr, die wir noch holen würden heute sonst. Ach, wie kostet die Angel? Ist die aus 1800 Holz? Kostet die. Ja, dann mach. Mach halt. Da haben wir noch 50. Ich gebe ja gleich die Axt ab. Was haben wir denn heute für eine Quest? Stimmt, da kriegen wir nochmal. Ich habe einen Schwarzbarsch von Evelyn. Die will anscheinend ziemlich viele Fische haben. So, mein Lauch war jetzt. Die erste Angel. Ja, zack, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Geld. Dann könnt ihr euch aber auch jetzt auch einen Rucksack holen. Hä? Wie denn das? Weil ihr 2000 jetzt habt. Ja, aber wenn du dir jetzt was holst. Nee, ich hab ja vorhin gesagt, der Rucksack geht vor. Ich hätte jetzt bloß die Angel geholt, weil wir die 1800 gerade haben. Und jetzt haben wir 2000. Dann die zwei folgenden Tage ganz ignorant in die Mine und scheffel Geld. Mach das. Und hol dir vorher aber die Quests. Was, welche? Die man kriegt für die Mine. Immer einmal am Board vorbeigehen. Ach so. So, Frühlingssaat. Katzenfisch. Ach, ich hab das Laken aufgenommen, natürlich. Katzenfisch, das ist doch hier Fisch. Das ist komplett. So. Ich brauch doch die Quests nie abholen, wenn ich das eh nicht mache. Handwerker, das haben wir noch nicht. Ja, das ist ja Blödsinn, das jetzt hier Sommer. Rüber zu schaffen, sonst hat man ja keine Übersicht mehr. Also ich lege nur die Samen hoch. Geschwindwachsdünger haben wir jetzt bekommen. Braucht kein Mensch. Der nächste Rucksack kostet dann 10.000, aber da kannst du dann vorher noch die Angel holen. Ich wollte gerade sagen, der nächste geht erstmal an mich und an Ben. Ja, was den? Ich würde ja entweder Angel oder Rucksack, je nachdem. Wer zum Henker hat denn schon Melonensaat besorgt? Ich hatte letztens bei einer Belohnung mal einen Melonensaat bekommen. Okay. Ich habe gerade Geschwindwachsdünger 20 Mal bekommen. Den würde ich aber dann, glaube ich, erst im Sommer einsetzen, weil es schon fast ein Monat rum ist. Das passt. Ich verschwinde mal in die Mine, ne? Wir brauchen ein bisschen auch Schleim für das Gemeindezentrum, ne? 3, 4. Schleim haben wir doch Haufen. 99 Mal Schleim.
99 mal. Ne, ich kann ja noch ein bisschen was sammeln. Ich habe jetzt Platz. 5 weg. Tulpen haben wir 6. Davon haben wir zu wenig. Davon haben wir zu wenig. Hiervon haben wir genau richtig. Davon haben wir zu wenig. Und davon haben wir genau richtig. Okay. Ihr könnt dann eure Quest, glaube ich, abschließen. Erreicht die und die Stufe im Dungeon und so weiter, ne? Ja, Stufe 40. Das ist die nächste. Also ich nehme jetzt das Wertvollste an Steinen mit. Und dann verticken wir das Zeug. Wir haben noch 100. Wir können immer noch Saatgut kaufen. Ah. Pastinaken zum Beispiel. Haben wir 5 Goldpastinaken? Wofür brauchst du die? Für Qualitätsabgabe beim Gemeindehaus. Eine. Nee, brauchen wir 5 Goldpastinaken. Dann kauf Pastinaken. Der Sommer ist fast vorbei, der Frühling ist fast vorbei. Der Sommer ist fast vorbei. Ist das das Einzige, was wir an Qualität von Frühling brauchen? Bin ich wieder raus, Moment. Problem ist ja, du kannst nicht draufgehen und dir sagen lassen, was das für eine Pflanze ist, sondern du kannst dir nur... Aber ich vermute fast, weil sie werden doch nicht das Qualitätsding komplett mehrfach vom Frühling machen, oder? Nutzpflanzenqualität. Das ist einmal Pastinaken, Pfirsich, Kürbisse und Mais. Jawohl, dann ist nur Pastinake Frühling. Dann kaufen wir ab jetzt nur noch Pastinaken. Die gehen ja auch nur noch 4 Tage. Vielleicht haben wir Glück. Und immer schön düngen vorher. Lücki schmücki. Heute ist der Todestag von Michael Jackson. Du könntest wenigstens irgendwie was Passendes singen. Ich habe kein Michael Jackson-Lied. Thriller. Geh doch weg, Louis. Ich will an den Kalender gucken. Geh mir auf den Keks. Hä, was? Ja, Louis geht mir auf den Keks. Achso. Ich brauche Holz und Eisenbarren. Dann kann ich Krabbenreusen bauen. Ah, wir haben die Mayonnaise-Maschine noch gar nicht gebaut. Wie wär's denn damit mal? Dann nehmen wir keine Eier. Mayonnaise-Maschine, wir keine Eier. Ja. Genau. Heute hat Pam Geburtstag, Jungs. Mädels. Pam? Ja. Haben wir Bier? Ich hab kein Bier. Bier hättest du. Kannst du vielleicht im Dingens kaufen? Tulpen können wir ihr schenken. Du kannst vielleicht Bier im hier Dingens kaufen, Dingensbums. Ja, diese Alkoholikerin, ich weiß nicht, ob das sich jetzt darüber freut oder nicht. Oh, ich hab keine Energie mehr. Ich mach mal einen Mittagsschlaf. Soll ich derweil, ich google mal Pam, während ich schlafe. So. Was braucht denn Pam? Oh, knack. Oh, wir haben ja sogar schon Melonen. Best Gifts ist Bier tatsächlich. Hat recht. Oh, und hier, Pastinaken. Wer hat Schleim in die Kiefer, in die. Ach, Leute, ihr habt's falsch sortiert. Schenk doch mal der Pam Pastinaken. Das mache ich jetzt auch. Wo ist die denn? Ah, die ist eh nachts im Dings, in der Bar. Also haben wir der Pam auf jeden Fall Zeit. Scheiß Schleim gehört in die Monstertruhe, Jungs. Und ja, mein Gott. Ich bin Level 40. Yay! Ah, da kann ich mir mein Schwert holen gehen. Ja, du kannst das Schwert sowieso holen gehen und. Dann und was? Pastinaken? Soll ich dir so meine Pam schenken? Pastinake der Pam, genau. Ah, da haben wir noch 6 Stück, das können wir machen. Ja, ja, ich habe ja für jeden 3, also für jeden 2x3 aufgehoben für Quests. Dass wir jede Quest 2x machen können. Alle 3. Deswegen sind 6 Stück da. Kannst auch mit der Sicherheit übertreiben. Wieso? Ist doch okay. Jetzt kann jeder von jeden uns planen. Einmal die Quest aufgehoben halt. Ja, aber man, jetzt guck mal, jetzt haben wir zum Beispiel, jetzt haben wir... Wir kriegen aber noch neue Pastinaken. Ja, aber nicht unmittelbar. Stell dir mal vor, wir schenken jetzt der Pam Pastinaken und dann haben wir morgen die Quest, dass wir jemandem Pastinaken krass geben sollen. Schlimm. Dann verlieren wir irgendwie 80 Gold. Pro Person. Das sind 240. Das sind wiederum 12. Ja, und wenn du dann noch darauf ausrechnest, was du mit dem Saatgut kaufen kannst und wie viel dann wir uns verlieren, das ist ja ungeheuerlich. Schön, dass du das Problem erkannt hast. So ein Bullshit. Das sind nur 6. Jetzt hör mal auf rumzuflennen.
Ich flenne nicht, ich flame, ja, das ist ein Unterschied. Dann hör mal auf rum zu flamen. Aber ich bin gern on fire. Ich muss erstmal wieder feststellen, wie diese Scheiße. Warum hast du keine 4 Pastinaken gekauft? Du warst da vorne in der Stadt. Mir hat keiner gesagt, dass ich Pastinaken kaufen soll. Ich hab's 3-mal gesagt. Es wurde gesagt, kauft mal Pastinaken. Mein Name wurde nicht erwähnt. Das ist das Problem an Teamarbeit, wenn du einfach so in die Gruppe hineinrufst. Das macht keiner. Ich war in der Mine. Das war doch vollkommen klar, dass er Felix es nicht macht, weil er in der Mine ist. Das habe ich nicht so wahrgenommen, dass es an mich gerichtet ist. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert, ich bin beeindruckt, danke. Ich meinte, ich hätte wirklich gesagt, kauf du mal Pastinaken. Ja, aber du ist bei 2 Leuten auch nicht klar, wer gemeint ist. Oh, was ist denn jetzt in der Zwischensequenz? Achso, die Zwischensequenz. Was? Ich habe keine Zwischensequenz. Wo bist du denn? Ich habe die Linus-Zwischensequenz rausgegangen. Deswegen habe ich diese scheiß Dingens gehasst, ey. Ich hatte gerade die Linus-Zwischensequenz. Ich hatte gar nichts. Mit dem Waschbär-Dingens. Schwarzbarsch. Wo ist denn Schwarzbarsch? Gute Frage. Die wollte ich auch noch gucken. Hast du schon Schwarzbarsch? Die Mission habe ich zumindest schon angenommen, aber ich weiß nicht, ob ich schon Schwarzärsche quasi gesammelt habe. Guck mal. Schwarzärsche. Ups, falsche Kiste. Prasse. Ich finde das lustig. Blaubarsch, Zwergwels, Kaulbarsch, Hering, Gotteslachs, Karpfen, Zwergwels. Nee, sieht schlecht aus. Ach doch, hier Schwarzbärsch. Haben wir sogar noch 4 Stück. 4 Stück, sehr gut. Ja. Weil ich ja 6 von jedem aufhebe. Nee, waren bloß 5. Wo ist denn Sam jetzt? Sam ist um die Uhrzeit schwer zu kriegen, ne? Ich muss aber Evelyn liefern, ich komme da eh nicht rein jetzt. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es morgen noch habe. Ich benötige Steine als als Schusszeug, aber ich habe keinen. Also ich habe zwar Steine, aber der schießt nicht. Du kannst es in die Schleuder rein machen. Achso. Ah, cool. Das ergibt Sinn. Mach ich ihn jetzt noch? Ich bin in der 45 und ich bin erschöpft, so eine Scheiße. Ich glaube, ich gehe ein bisschen Bäume fällen. Nein! Nicht auf unserem Gebiet. Ach so. Wie sie direkt Nein brüllt! Nicht Bäume fällen! Ja, die bringen uns was. Ich kann jetzt mal die Lachsbären noch mitnehmen, die hier noch überall rumdümpeln. Och, ich sehe nichts mehr. Ich habe genau 0 Energie. Ich glaube, es wird Zeit, ins Bett zu gehen. Eh nichts mehr. Wie viele Zwergwels haben wir denn? 4. Jetzt haben wir 6. Sehr schön. Ich bin echt in der 44, ne? Und. Hast du keine Julia Cola oder irgendwas dabei? Ja, vor allem gucken wir auf die Uhr. Na ja, gut. Für die Stündchen hast du noch. Toll. Dann müssen wir irgendwie zurückkommen. Ich leg mich schon mal ins Bett. Ihr macht, was ihr wollt. Ja, das ist mir schon mal gemütlich. Das klappe ich halt zusammen, mein Gott. Setz mich hier nochmal bequem hin. Ich fäll noch einen Baum. Kurz nach 0 Uhr. So ein guter Zeitpunkt zum Baum füllen. Finde ich auch. Chillig. Ist ja eh bloß direkt neben dem Zauberer. Ja, ich schaff das nicht mehr. Ich geh jetzt raus. Du bist ja eh in der 45, oder? Hast du das nicht gesagt? So, Lumi setzt sich nochmal gescheit hin. Der Dust ist bei mir wieder abgezogen, glaube ich. Wer mir hat auch geschrieben, dass er auf die Uhrzeit nicht geachtet hat und wieder gehen muss. Also ich habe so verstanden, dass er wohl nicht die Zeit hatte, noch zu bleiben. Ach so, schade. Ich habe ihn auch verabschiedet, aber er hört mir halt alle nie zu. Ich schaffe es noch. Du musst dir halt ein bisschen Gehör verschaffen. Hört mir zu! Ist klar. Kriege ich Angst vor dir. Das war's dann auch schon. Aber du hast mich wahrgenommen. Das stimmt. Komm schon, Farm 1. Jawohl, Hufarbeitsschufe 1. Gießkanneneffekt, Hackeneffekt. Da hat mir jemand Müll verkauft. Da hat mir jemand Müll verkauft. Ja. Ja, ich.